Herzlich willkommen zurück zu South Park. Und ich halt mal Schnauze und lass mal Priester Max hier reden. Unsere Katzen werden gestohlen, Häuser mit Klopapier geklopapt. Okay, vielleicht ist jetzt noch nicht der jüngste Tag, aber wir brauchen einen Helden. Ich frag jetzt mal ganz gerade heraus. Siehst du dich selbst als einer von den Guten? Ich kann deine Verwirrung verstehen, aber für jeden von uns kommt irgendwann der Tag der Entscheidung. Wirst du zu Jesus finden und den richtigen Weg wählen? Wirst du auf dem Mittelweg lavieren? Vom dritten Weg wollen wir gar nicht sprechen. Ich hoffe, du bist Teil der Lösung, nicht des Problems. Tu den ersten Schritt, mein Kind. Betritt diese Meditationskammer. Dort kannst du dich deinen schlimmsten Ängsten stellen. Stell dich deinen Ängsten, neues Kind. Stell dich deinen Ängsten. Was? Dein Dad hat deine Mom gefickt. Nein! Hast du Angst im Dunkeln? Vor Schlangen? Nein. Der Farbe Blau? Ich mag Blau. Das ist eine angenehme Farbe. Oh, hey. Ich bin in deiner Fantasie. Nur ein netter katholischer Priester, der dich ein bisschen besser kennenlernen möchte. Entschuldigung, ich trau keinen Katholiken. Ja, genau. Ich bin auch voll in deiner Fantasie und werde dir gleich die Schultern massieren. Hast du dir sowas jemals träumen lassen? Was? Lass mich das Licht hier drin ein bisschen heller machen, damit wir dich auch sehen können. Ja, Scheiße. Der hier mag es wohl etwas ruppiger. Soll mir recht sein. Ich kämpfe lieber, als vergewaltigt zu werden. Dass ich langsam attacken will, na okay. Alles klar. Ich verstehe schon. Das hat mir ja. Hab ich irgendwas mit Rückstoß? Ja, das! Nice! Au! Herrje! Ja. Ich habe Gottes Liebe hier. Wer will sie spüren? Jetzt zier dich nicht so! Ich will nicht. Ah. Hier, kleines Kindchen, komm raus zum Spielen. Alter, wie mies, bitte. Oh, gleich bin ich in Stimmung. Verfatzgisch, Junge. Hm. Oh, das mag ich. Die Feuerklingen. Oh Gott. Alle Kinder Gottes verdienen seine Liebe, also halt still. Schön aus dem Arsch gezogen, wisst ihr? Krieg ich ein Küsschen, wenn ich dich finde? Nein. Sei nicht schüchtern, es gibt keinen Grund dafür. Doch. So. Egal. Uff. Oh, du bist es wohl auf die harte Tour. Oh, Gottes Liebe erfüllt mich. Er brennt. Ja, er ist richtig auferstanden. Eigentlich nee. Nicht. Komm. Ich liebe diese Attacke. Den Rückstoß. Ha! Sei nicht schüchtern, es gibt keinen Grund dafür. Ja. Wo ist auf einmal das Kind hin? Ich bin hier. Versuch mal den auszuschalten. Ich habe ja mal eine nice Attacke. Ja! Er brennt. Nice. Advent, der Priester brennt. Wer will mit mir Händchen halten und Kumbaya singen? Ich nicht. Gleich spritze ich dich mit Gottes Liebe voll.
Nö, du bist tot. Nee, das ist mir jetzt zu sehr Risiko. Ich mach mal. Grundsätzlich, ich links angreife. So was. Willst du nicht mit mir in den Himmel? Ich glaube nicht an den Himmel. Auch nicht an die Hölle, das ist mein Vorteil. Du hast gewonnen. Reinheitsbindung. Ach, Hemmische Anzug und Handschuhe. Boah, Reinheitsbindung, das geht doch nicht. Nee. Oh. Gott verdammt, ich kann ein Kind keine 2 Minuten in einen dunklen Raum stecken, ohne dass ihr Wichser auftaucht. Ihr kommt definitiv in die Hölle. Und jetzt raus hier! Die Spinnkönigin sagt was anderes. Ich zieh mir zur Buße den Lümmel an. Tja, nun, das tut mir jetzt wirklich furchtbar leid. Ja. Weißt du was? Ein Rabbi hat mir mal dieses Macaroni-Bild geschenkt. In Zeiten schwerer Prüfungen nutze es, um den Propheten Moses anzurufen. Viel Glück auf deiner spirituellen Reise, mein Kind. Ich muss meinen Brillkart richten. Also, in-game. Macaroni-Bild. Oh, das ist ein Macaroni-Bild. Moses, allmächtiger Heiler. Essbeschwörung, nice. Ich melde mich, wenn du bereit für den nächsten Schritt bist. Okay, ich der Herr gibt und der Herr nimmt Selfies auf. Also wie wär's? Ach, wie cool. Na komm, weißt du, ich bin zwar Atheist, aber ich respektiere an Religion, daher. Ausnahmsweise. Gott segne dich, mein Kind. Danke. Dich ja auch. Ach, die Spinnenkönigin. Ach, cool. Do the handicaps go to heaven? Being a Katholikin. A total next. Okay. Splashdown. Knie nieder vor dem Herrn. So, uns kommt vor den Lagerraum. Ja, ja, ja. Eine Bibel, mal 3 ist Schrott. Da wundert euch, dass ich das sage. Okay, Knie nieder. Vor dem. Prall liebt. Ja. Herren. War das kurz, dass man eine Tastatur? Amulett der Reflexion. Holy Water? Na, schade. Alter, Leitkrieg. Ach, wie dämlich. Ja. Knie nieder. Vor dem Herrn. Könnte auch Papst sein, aber so sehr ist er schon nicht versessen. Ich wähle dich. Ist das Pokémon oder was? Tschüss, Priester. Oh, Erinnerbeeren. Erinnerst du morgen Freeman als Gott? Oh ja. Oh ja, ich erinnere. Erinnerst du, als Christen sich noch um Bedürftige scherten? Klar, ich erinnere. Ich erinnere nicht. Hey, Wunderarsch, das machst du super. Sehr gute Charakterbogenarbeit. Ich habe eine super geheime Mission für dich. Geh zum neuen Taco-Laden in der Hauptstraße und kauf mir ein Taco. Coolen Ende. Morgan Freeman. Ich gehe erstmal zur Schule. Hmm.
Alter. Nee, also ganz ehrlich, das kann ich nicht tragen und... Das fällt nicht so gut. Scharfe Dinge. Oh. Achso, ich habe kein Kostüm mehr. Makaroni besser. Wir brauchen eine Makaroni tatsächlich nur dafür. Paste des Propheten. Der Propheten, der erfolgreich geschaltet. Ich weiß gar nicht, dass man die Jupiter-Folge sieht. Das ist interessant zu wissen. Wiederbelebungstank, mach mal ein fürs Kraft-Level. Und gegen Gefahr, man nicht. Tachyon Matrix. Mach mal Upgrade, komm. Rang 5, glaube ich, verstärke manchmal nicht. Tachyon Matrix 2. Brauch ich Crafting Rang 11. Den plus 1er, das ist da das Fizzle. Das muss ich schon. Weiß noch, verfallen bei dem Team Boni. Ja, das weiß ich schon. Okay. So wird's wieder. Kleiner Platz! Ach geil! Boah, ist ein Kondensator. 112 Macht! Ja, noch diesen Scheiß hab ich hier. Alter, nice! Verbündete habe ich wieder Titel. Ja. Juhu. Übrigens, es gibt einen Nachteil bei den Beschwörungen. Ich kann 10 insgesamt haben und 5 habe ich verfügbar. Beruf Super Best Friend. Beschworen mit Macaroni-Bild. Ja. Oh. Der Kampf ist halt. So ist gut. Das Spiel kennt mich. Angriff der Kai! Ich habe es erstellt, glaube ich. Hau sie weg, Neuer! Fireball. Ja! Mein Saugrüssel steht offen vor Erstaunen. Ihr braucht schon Physik. Sag das mal meinem Lehrer. Fantastisch! Shit, Jimmy brennt. Aber nur Wahnsinn und Chaos erwarten dich! Ja, es ist unsichtbar, das ist der Vorteil. Wir sind wie die Heuschrecken! Ich gönn mir ein bisschen Blut! Alles klar, Alter. Sehr befriedigend! Unsere Chancen steigen stetig. Sekündlich. Fühlt den Zorn von Humankind! The Humankind! Pew, pew! Gegner am Boden! Yeah. Ich folge dem Ruf des Chaos! Du schaffst das! Und das war's. Ist keine Herausforderung. Hurra! Zitronenriegel für alle! Yeah! So. Das Scammers-Bild. Geld. Hier kann ich rein. Was? Ja? Also. Erstmal aufs Klo. Ja, tschüss. Das können wir später machen. Darmklo. Ah, das kann ich auch später. Ich würde sagen 100,3 Kurix. Ja. Gut mal geschätzt.
So. Ja. Kann noch ein bisschen. Aha, okay. Ich borg mir übrigens Sachen alle nur. Die gebe ich irgendwann mal Leuten zurück. Wenn ich dran denke. Ich werde aber nicht dran denken. Und die nächste Schnellreise. Ja. Schnellreisefrage, Grundschule von South Park. Gürtelnde Ketten. Okay. Und Geld. $14 habe ich schon. Was? Was zur Hölle? Hut nehmen. Arcana Hut. Alles klar. South Park. Guten Tag. Du bist neu, hä? Ich behalte dich im Auge. Mach bloß keinen Scheiß. Okay, aber mach keinen Scheiß, ja? Ich mach keinen Scheiß. Ah, na schön. Ich hab gar nichts gemacht. Nice. Ganz ehrlich? Komm mal, mit der rein. Der Adler. Okay, Schluss mit dem Scheiß, ein für alle Mal. Okay, dann Selfie? Klar, machen wir ein Selfie. Weiß ich. Bin voll gelangweilt. Ja, danke. Klar, ich mach 10 Selfies täglich. Schick. Okay. Hallo. Die Schule ist aus. Was machst du noch hier? Ich hab einen Termin. Hat ein verseuchtes Sandwich. Bio gefahren, gut. Na, ich muss es mithaben erstmal. Die Mobile Smartphone hat 2 und unser Arsch irgendwas. Und ein Yaoi-Bild. Yaoi gibt's natürlich auch in der Schule. Verwirrt von der Schule. Schön mit dem Kenny da und dem. Und die Zeichnung ist übrigens interessant. Im Stil, ja. Ach, sind das die Cock-Sachen? Als Kenny, ach, die Folge ist so schön. Gegen Gift. So. Dann mal raus. Hier noch looten. Gesperrt. Na klar. Oh, hi, du bist der Neue, richtig? Oh, gut, danke fürs Kommen. Nimm Platz. Aber was gut haben, Mr. McKay? Mit mir als Vertrauenslehrer kannst du über alles reden, okay? Verstehe ich richtig, dass du über dein Geschlecht reden willst? Theoretisch nein, aber ich okay, mach's trotzdem. Ich bin geschult in Geschlechtsfragen, okay? Du musst keine Angst haben. Okay. Okay, mein Kind, es ist wirklich einfach, wenn du über dein Geschlecht reden willst, dann... Du fängst an, indem du sagst, na ja, ich bin ein Junge oder ein Mädchen oder was anderes. Ich bin männlich. Junge, gut, genau, geht klar. Also, Neuer, es mag dich verwirren, aber hör genau zu, okay? Du wurdest als Junge geboren. Das nennt man einen Cisgender-Jungen, okay? Oder Cis, kurz gesagt. Aber, also, du hättest dich auch erst zu einem Jungen entwickeln können, verstehst du? Wenn du nicht als Junge geboren bist, dich jetzt aber... als einen identifizierst, das nennt man dann Transgender, okay? Oder kurz Trans, okay? Und dann fühlst du dich als Cisgender oder Transgender? Ich bin Cisgender.
Okay, warte einen kleinen Moment, ich muss deine Eltern anrufen. Das dauert nicht lange. Hallo, hier ist Mr. Mackey, der Schulpsychologe. Ja, hi, ich habe Ihr Kind hier in meinem Büro und also... Er hat mir gerade erzählt, dass er cisgender ist. Er identifiziert sich mit dem Geschlecht, als dass er geboren wurde. Oh, das wussten Sie. Ist das schwul? Ich weiß gar nicht. Okay. Nein, nein, das ist in Ordnung. Ich wollte nur, dass Sie wissen, dass er auch andere Optionen hat. Wissen Sie, man muss ja nicht immer das Erstbeste nehmen. Okay. Ja, nein, das ist super. Das ist gut zu wissen. Ich glaube, ab jetzt kann ich wirklich vielleicht helfen. Recht herzlichen Dank. Okay. Wiederhören. Okay. Ich bin froh, dass wir darüber geredet haben. Als Cisgender-Mann weiß ich aus Erfahrung, wie schwer es manchmal ein Junge haben kann, der sich entscheidet, jemand anders Geschlechtlichen zu lieben. Aber denk dran, Liebe ist Liebe. Selbst wenn du ein Kerl bist, der Titten liebt. Okay? Alles doch. Cis-Mann. Sei vorsichtig, okay? Denn es gibt viele Leute, die dich nicht so akzeptieren werden, wie du bist. Und mit denen musst du fertig werden. Okay? Also komm jederzeit wieder. Alles klar. So, jetzt wissen wir auch was über mich Bescheid. Ja. Kostüme. Habe ich ja diesen komischen Hut bekommen. Das sieht so scheiße aus. Das sieht so scheiße aus, Leute. Ja. Ich bin auch nicht mit dem zufrieden, was ich gerade ausgerüstet habe. Charakterbogen. Titel. Influencer-Level, alles klar. Cis-Mann. Ja, Kai zum Beispiel, ist ja ein Kite-Alien, ist ja ein asexuelles, genderneutrales Kite-Alien. Das ist das Schöne gerade dabei. Und er ist ja hetero-Cis-Mann. Ja. Okay, jetzt wurde Schulpsychologen gemacht. Ja, gut. Dann... noch was anderes? Geh zu Fremens Tacos. Die Weihnachtsferien sind noch so weit weg. Bei mir nicht mehr. Schau, schau, schau. Das ist was? Doch ein Cisgender-Junge. Solche wie dich mögen wir hier überhaupt nicht, klar? Lass uns dieses Ding ordentlich begrüßen. Es leckt gerade ein bisschen. Und, besiege die Hinterwäldler. Dich prügle ich zum Hetero, so wie Harry damals, 94. Blitzfreak, zischt los! Ich bin Hetero, ihr Lappen. Wie ein Blitz. Habt ihr davon eine Zeitlupe? Nein. Lies die Verfassung, dann weißt du, dass es meine Pflicht als Patriot ist, dich fertig zu machen. Yeehaw! Jetzt steht's fest, euch zu verprügeln war echt eine gute Entscheidung. Okay, jetzt der Karten, das ist halt vielleicht mal... Ich will die nicht stechen. Was, wenn ich allein davon schon betrunken werde? Das kann ich verstehen. Keine Angst, ist nur ein Vorgeschmack auf deine Zukunft. Angewidert, nice. Das sah beim Essen appetitlicher aus. Das kann man in mehreren Hinsichten falsch verstehen. Yeah. Ja. Ich habe 3 meiner 10 Comics weggelegt, um das zu sehen. Das ist lecker, das hat vielleicht mal... Halt die andere Arschbacke hin. Cool and Friends für immer. Er kotzt. Wenn du Amerika nicht liebst, kriegst du was auf deinen Sozialisten-Arsch. Ja. Schmeiß es doch. Hey, langsam. Nein, 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 das geht. Ich bin dran. Okay. Okay. Und Laser. Noch ein Gegner am Boden. Das ist doch vertretbar, oder? Jetzt aber schnell. 2. So. Weiß nicht, wie viele Chancen gibt, um zu greifen. Also ich weiß nicht, ob man das gerade auf der Aufnahme hört, aber...
hübscher Fernost-Hybrid. Wen infiziere ich jetzt? Ihn. Zieh kein Fett! Langsam sollten die Bösen ihr Leben überdenken. Du hast gewonnen. Hast Schmiede und...